1000 neue Windräder. Es geht um Klimaschutzverträge. Die Sonne schickt uns ohne Rechnung jeden Tag Energie. Dank Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sind wir gut durch den letzten Winter gekommen. Die Wasserstoff-Idee ist eine Energievernichtungsanlage erster Ordnung. Wir wollen Bayern zu einem führenden Wasserstoffdrehkreuz in Europa machen. Die nationale Wasserstoffstrategie steigert das Ambitionsniveau der Produktion in Deutschland bis 2030 um 100% von 5 Gigawatt auf 10 Gigawatt. Nichts verstanden? Kein Wunder. Sie haben dem deutschen Wirtschafts- und sogenannten Klimaschutzminister Robert Habeck beim Schwurbeln zugesehen und zugehört. Dessen sprachliche Verschleierung ist allerdings höchst absichtsvoll. Mit derartigem Geschwurbel will Robert Habeck die Bürger hinter die Fichte führen. Wir werden in diesem Video Robert Habecks Politikersprech entschlüsseln und sehen, der Mann weiß letztlich dann doch nicht, wovon er spricht. Also dranbleiben, diesem Video einen Like verpassen und den Kanal abonnieren. Die Speicherung von Strom ist seit dem Beginn der Elektrifizierung ein zentrales und nie wirklich gelöstes Problem. Wir stehen hier am Walchensee-Kraftwerk in Oberbayern, das 1924 fertiggestellt wurde und heute ein Industriedenkmal ist. Dieses immer noch stromproduzierende Speicherkraftwerk zeigt, wie man mit aufgestautem Wasser jederzeit die so gespeicherte Energie in Strom wandeln kann. Mit dem Versuch einer Energiewende wird die Frage der Speicherung von Strom, von Energie allgemein, bei der Energieversorgung zentral. Es reicht nicht, einfach nur ein Meer an Windrädern und Solaranlagen zu bauen, auch wenn Grüne beständig glauben, damit das Patentrezept inne zu haben. Die geht, indem man die Energien aus der Heimat schneller ausbaut, indem man die Windräder aufstellt, die Solaranlagen entfesselt, indem man Stromleitungen baut. Selbst wenn Windräder und Solaranlagen Strom ausreichend lieferten, was sie nicht tun, wäre damit die zentrale Schwierigkeit immer noch nicht beseitigt. Warum das so ist, erklärt uns Michael Limburg vom Europäischen Institut für Klima und Energie, kurz EIKE. Auf Ihre Frage, wo soll der Strom herkommen? Ja, die Sonne schickt uns ohne Rechnung. Was Sie immer noch nicht haben, ist dann die Speicherung. Strom muss in der Millisekunde, in der Sekunde erzeugt werden, indem er verbraucht wird. Das sind physikalische Grundregeln. Der alte Kirchhoff hat das festgestellt. Und wenn Sie das nicht tun und einen Mangel haben an Strom, dann gibt es Probleme mit dem Netz. Und wenn Sie Überschuss haben an Strom, dann gibt es auch ein Problem mit dem Netz. Sie müssen also ständig an- und abregeln, zuführen und abführen, Energie abschalten, um diese fluktuierend eingespeiste Energie gleichmäßig zu verstetigen. Diese Speicherfunktion ist bei Kohle, Öl, Gas, Uran von Anfang an eingebaut. Der Brennstoff ist der Speicher. Bei den fluktuierenden Energieträgern Wind und Sonne ist er das nicht. Moment mal, man wird all den schönen Wind und Solarstrom doch wohl speichern können, oder etwa nicht? Das gibt, das können Sie mir glauben, ich bin Elektroingenieur von meiner Ausbildung her. Es gibt keinen Großspeicher für elektrische Energie. Gibt es nicht. Sie können zwar Batterien bauen, so viel wie Sie wollen. Die sind irrsinnig teuer, irrsinnig giftig, aber viel zu klein für das, was wir an elektrischer Leistung, an elektrischer Arbeit verbrauchen. Doch es gibt Möglichkeiten, Energie anzuhäufen. Da wären zunächst Pumpspeicherwerke. Doch diese funktionieren anders als hier am Walchensee-Kraftwerk, wo lediglich natürlich fließendes Wasser aufgestaut wird. Sie können zwischenspeichern, das tut man seit 100 Jahren, indem man Pumpspeicherwerke baut. Mit einem unteren und oberen See nutzt ein Pumpspeicherwerk das Gefälle. Dazu wird mit viel Energie zunächst das Wasser den Berg hinaufgepumpt. Bei Bedarf, zur Glättung einer Stromspitze, wird das Wasser wieder abgelassen, das auf diese Weise die Turbine antreibt, die den Strom generiert. Der Verlust dabei liegt bei 25%. Also schon eine Menge, aber den Strom müssen wir sowieso verbrauchen, weil die Kraftwerke nachts durchlaufen, wo weniger Bedarf ist. Also eine sehr vernünftige Lösung. Diese
Pumpspeicherwerke können Energie zwischenspeichern. Das größte Pumpspeicherwerk, was wir in Deutschland haben, ist das in Goldestal in Thüringen. Hier sind wir nun in Goldestal, dem Pumpspeicherwerk mitten in der Thüringer Landschaft. Ein gigantisches Werk. Natürlich können diese Bilder nur sehr eingeschränkt einen Eindruck von der schieren Größe dieser Anlage liefern. Dies ist der obere See. Auch der untere See der Anlage in Goldestal ist mehr als beeindruckend. Das Pumpspeicherwerk Goldestal hat eine Bau- und Planungszeit von 30 Jahren. Heute würde man das vielleicht in 15 bis 20 Jahren hinkriegen. Kostete 600 Millionen Euro und kann in 8 Gigawattstunden zwischenspeichern. 8 Gigawattstunden. Um eine Dunkelflaute von 10 Tagen zu überbrücken, wo also Wind und Sonne keine Energie liefern, bräuchten sie 2000 Stück davon. 2000. Wir haben weder die Topografie, noch das Geld, noch die Mittel, um das zu bauen. Oh, das klingt aber gar nicht gut. Es kommt hinzu, Pumpspeicherwerke dienen nicht wirklich als Speicher von Wind- und Solarstrom, sondern sind letztlich sogenannte Spitzenlastkraftwerke. Sehen wir uns hierzu auf der Seite der Agora Energiewende um. Wenn wir uns den Beitrag ansehen, den Pumpspeicherwerke zum Strommix leisten, erkennen wir, es werden lediglich die Verbrauchsspitzen ausgeglichen. Speziell im dunklen Winterhalbjahr wird das Wasser in den Pumpspeicherwerken nicht mit Strom aus sogenannten Erneuerbaren, sondern regelmäßig mit Strom, der mit Kohle und Gas hergestellt wird, den Berg hinaufgepumpt, um es während der Zeit von Spitzenbedarfen und Spitzenpreisen an der Strombörse in Leipzig wieder abfließen zu lassen. Doch bei all diesen Betrachtungen wird der wichtigste Fakt regelmäßig durch grüne Politiker aller Parteien außen vor gelassen. Strom ist nur ein kleiner Teil der verbrauchten Energie. Denn gerade einmal rund ein Drittel der Gesamtenergiemenge wird in Deutschland als Strom verbraucht. Der Rest ist Prozesswärme, Verkehr etc. Der Hinweis, wie groß der Anteil der sogenannten erneuerbaren Energien am Strom ist, ist daher letztlich irreführend. Wichtig ist, wie groß der Anteil der sogenannten erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch ist. Das wird deutlich, wenn man bei Our World in Data betrachtet, wie klein der Anteil von Wind- und Solarenergie am Gesamtenergiemix ist. Solarstrom versorgte im Jahr 2022 die Welt gerade einmal zu 0,82% mit Energie. Letztlich ein Witz. Nicht viel besser steht es um die Windenergie, die mit 1,31% gerade einmal einen halben Prozentpunkt mehr als Solarstrom zur Weltenergieversorgung beiträgt. In Deutschland trugen im Jahr 2022 Wind- und Solarenergie gerade einmal 5,7% zur Gesamtenergiemenge bei. Und die Grünen, die lassen sich von Fakten nicht verwirren und halten an ihrem Mantra fest. Unsere bayerische Wirtschaft braucht dringend günstigen Windstrom. Wer davon spricht, dass die Erneuerbaren in irgendeiner Weise billig sind, vergisst, dass die Investition, der Betrieb, die Abschreibung, die Unterhaltung und der Wiederaufbau, denn die verschleißen sich ja, extrem viel Geld kostet und deswegen haben wir die höchsten Strompreise der Welt. Es kommen noch einige Faktoren bei den Kosten des vermeintlich billigen Wind- bzw. Solarstroms hinzu. Denn egal wie viel Strom Wind und Sonne theoretisch liefern könnten, es müssen immer Kraftwerke im Hintergrund bereitstehen, die im Falle einer Dunkelflaute den Strom liefern können. Wir müssen für die Energiewende also letztlich zwei Infrastrukturen bereithalten. Das wäre ungefähr so, als hätten Sie ein Auto, das bei Sonnenschein fahren kann und nur bei Sonnenschein, und für den Regen unterhalten Sie ein zweites Auto. Für beide Autos müssen Sie aber die Anschaffungskosten, Versicherung, die Kfz-Steuer, die Garage oder Stellplatz und etwaige Reparaturen usw. bezahlen. Zu dieser doppelten Infrastruktur gehören unter anderem auch Backup-Kraftwerke. Alleine für diese Reservekraftwerke fehlen Habeck weitere 60 Milliarden Euro. Es kann daher keinen günstigen Windstrom geben. Doch da ist noch das Zaubergas.
Wasserstoff. Theoretisch kann man auch mit Wasserstoff Energie speichern, indem man etwa überflüssigen Wind oder auch Solarstrom im Sommer nutzt, um, wir kennen das ja noch aus der Schule, mit dem Strom Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufzuspalten. Dieses Gas könnte dann eingespeichert werden. Doch was in der Theorie so schön klingt, birgt in der Realität viele bislang ungelöste Probleme. Hier wird erneut eine Luftnummer nach der anderen aufgebaut. Die Wasserstofftechnik ist seit 100 Jahren bekannt. Wasserstoff ist ein extrem flüchtiges Gas, was so gut wie nicht rein auf der Erde vorkommt. Muss also hergestellt werden, und diese Herstellungsverfahren kennt man, das ist entweder elektrisch oder durch Prozesswärme, und verarbeitet dann diesen Wasserstoff für die Zwecke, die man gerne hätte. Ein Problem dabei: Wasserstoff hat beim gleichen Volumen im Vergleich zu Erdgas nur ein Drittel der Energie, des Energiegehaltes. Um dieselbe Energie in Form von Wasserstoff zu bunkern, müssten wir noch doppelt so viele Gasspeicher nachbauen, wie wir derzeit zur Verfügung haben. Der Punkt ist, dass Wasserstoff nicht nur vergleichsweise energiearm ist, sondern dass es auch, um hergestellt und transportiert zu werden, sie viel Energie reinstecken müssen, um dann wieder aus dem Wasserstoff entweder einen Prozess anzutreiben oder der Prozess kann ja auch Stromgewinnung sein. Und wenn Sie das über den gesamten Prozess rechnen, dann haben Sie 75% der vorher reingesteckten Energie in Wärme umgewandelt, also verloren, und 25% sind dann wieder Strom. Das heißt, die Wasserstoff-Idee ist eine Energievernichtungsanlage erster Ordnung. Kein Wunder also, dass die Unternehmen Wasserstoff als Energieträger nicht nachfragen, sondern mit Subventionen angelockt werden müssen. Es geht um Klimaschutzverträge, wo wir Firmen Zuschuss dafür geben, dass sie von fossilen Energieträgern auf beispielsweise Wasserstoff umstellen. Da ist aber ein weiteres kleines Problem. Im Mittelpunkt unserer gesamten Bemühungen stehen natürlich die erneuerbaren Energien. Sie sehen offenbar nicht, dass man viel Geld für erfolgreiche Transformation und wirksamen Klimaschutz braucht. Auch bei der Windkraft holen wir auf. Dann werden Sie Ihr Ziel, 1000 neue Windräder bis 2030, auch nicht erreichen. Wir wollen Bayern zu einem führenden Wasserstoffdrehkreuz in Europa machen. Ja, richtig. Nicht nur Grüne, sondern auch SPD, CDU, CSU, FDP und Freie Wähler wollen uns in den Wahnsinn der Energiewende hineinführen. Zwischen diesen Parteien wird sich allenfalls um die Geschwindigkeit, mit der man auf den Abgrund zurasen möchte, gestritten. Neben der Förderung von 50 Elektrolyseuren wie in Wunsiedel und unzähligen Wasserstofftankstellen. Das ist der Elektrolyseur in Wunsiedel, der über Monate stillgelegt wurde, da die Produktion von Wasserstoff nur Verluste erwirtschaftete. Selbst wenn diese Anlage mittlerweile wieder läuft, bleibt immer noch offen, woher der Strom für die vielen noch zu bauenden Elektrolyseure kommen soll. Schon jetzt scheiterte im oberbayerischen Burgkirchen an der Alz die Ansiedlung eines Großrechenzentrums, wie Apollo News meldete. Grund: der benötigte Strom konnte nicht bereitgestellt werden. Burgkirchen liegt mitten im sogenannten bayerischen Chemiedreieck. Und ausgerechnet dort gibt es nicht genügend Strom. Doch was sagt Söder zum Chemiedreieck? Allein im bayerischen Chemiedreieck und in der Glasregion Frankenwald entstehen bereits jetzt mit jeweils 40 neuen Windenergieanlagen die größten Windparks in Süddeutschland. Es gibt zwar nicht genügend Strom für Betriebe, aber für 50 Elektrolyseuren soll es laut Söder ausreichen. Die Raffinerie Heide hat das Projekt eines Elektrolyseurs gänzlich aufgegeben. Eine solche Anlage könne schlichtweg nicht wirtschaftlich betrieben werden, erkannte das Unternehmen mittlerweile. Und das trotz der 36 Millionen Euro Förderung, die das Projekt durch das Bundeswirtschaftsministerium seit 2020 erhalten hatte. Derartige Fakten stören jedoch weder Söder noch Habeck. Und außerdem prüfen wir die Übernahme von Gasleitungen in bayerische Hand, um sie am Ende zu Wasserstoffleitungen weiterzuentwickeln. Was hinzukommt, ist, dass Wasserstoff ausgesprochen flüchtig ist. Aber nicht nur flüchtig in dem Sinne, dass es, wenn Ritzen da sind, dass es da entweicht als Gas, sondern es kriecht sogar durch Metallwände durch. Das Wasserstoffatom, H2, das Molekül, ist so fein, dass es sogar durch die Kristallgitter der Metallflaschen kriecht
Und deswegen sind Rohrleitungen oder Transportbehälter speziell für diesen Wasserstoff zu ertüchtigen, damit er wenigstens eine Weile da sich gefangen halten lässt. Ebenso wie die Frage der Produktion von Wasserstoff bleibt offen, in welchen wasserstofffähigen Anlagen dieser verbrannt und so in elektrische Energie gewandelt werden soll. Laut dem Internetportal Achse des Guten ist bislang nur eine einzige nennenswerte Anlage in Leipzig vorhanden. Der Energiekonzern RWE feierte sich für die Absicht, in 2024 eine wasserstofffähige Gasturbine bauen zu wollen. Kapazität gerade einmal 34 Megawatt. An den Ausbauzielen für die Wasserstoffinfrastruktur jedenfalls halten alle Grünen, ob in der CSU, den Freien Wählern und an anderen Parteien, unbelehrbar fest. Ist unser langfristiges Ziel eine Wasserstoffpipeline von der Adria bis nach Bayern. Doch woher soll all der tolle Wasserstoff kommen? Kommen wir nochmals zurück zu Habecks Energiewende-Geschwurbel. Die nationale Wasserstoffstrategie steigert das Ambitionsniveau der Produktion in Deutschland bis 2030 um 100% von 5 Gigawatt auf 10 Gigawatt. Wenn man nicht aufmerksam genug zuhört, könnte man glauben, Deutschland könne derzeit 5 Gigawatt Wasserstoff bereitstellen und die Ampel wollte das nun verdoppeln und auf 10 Gigawatt ausbauen. Es geht Habeck aber um das Ambitionsniveau. Ambitionsniveau beschreibt aber lediglich den Umfang der eigenen Absicht. Bleibt die Frage, welche Kapazität beim Wasserstoff haben wir denn aktuell? Die unglaubliche Antwort, das Habecksche Wirtschaftsministerium kennt die Zahlen nicht. Auf unsere Nachfrage teilt die Pressestelle mit, der Wasserstoffmarkt ist im Aufbau. Derzeit gibt es bereits Projekte zur lokalen Wasserstoffproduktion. Hier liegen uns aber keine zusammenfassenden Erkenntnisse vor. Die Bundesregierung und insbesondere Wirtschaftsminister Habeck wissen demnach nicht, welche Wasserstoffkapazitäten vorhanden sind, wollen diese aber auf 10 Gigawatt bis zum Jahr 2030 ausbauen. Es müsste folglich, wollte die Ampel ihr Ziel erreichen, in den nächsten 6 Jahren eine Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut werden, die dem Energieäquivalent von 7 bis 8 Atomkraftwerken entspricht. Ein energiepolitischer Wahnsinn wird hier ins Werk gesetzt. Man kann daher durchaus Zweifel an der Kompetenz von Robert Habeck haben. Allerdings bescheinigen sich, mangels Alternativen, nun die Grünen selbst gegenseitig die Befähigung, die sie offensichtlich nicht haben. Weil mit Robert Habeck ein Wirtschaftsminister Verantwortung trägt, der weiß, wie man die Wirtschaft klimaneutral umbaut. Was ist nun das Fazit? Die Ampel wird Deutschland in ein Abenteuer führen, an dessen Ende unser Land nicht nur, wie das Walchensee-Kraftwerk hier hinter mir, ein Industriedenkmal, bestenfalls ein Industriemuseum und damit ein Mahnmal sein wird. Eine Mahnung an die Welt. Verarmt und rückständig wird es den Rest der Welt ermahnen, lasst niemals grüne Ideologen und Phantasten vom Schlage eines Robert Habeck, einer Annalena Baerbock, einer Katharina Schulze und Co. an die Macht. Damit wir nicht zu diesem deindustrialisierten Armenhaus werden, müssen wir die Ampel, müssen wir die Grünen stoppen.